Hallo und willkommen zurück zu Castlevania 2 Simon's Quest Revamped, in dem ich seit dem letzten Mal, wie ich es erwähnt hatte, ein wenig aufgestuft habe. Ihr seht da oben links in der Ecke meine Herzen, also mein Geld ist auf 342 angestiegen. Mit diesem Geld kaufe ich jetzt einen Dagger, einen Dolch, der nicht so wertvoll ist, also finde ich, glaube ich. Also es nimmt sich zu den anderen Castlevania-Spielen nicht. Was gibt's noch zu sagen? Ja, genau. Auf Ebene 3 bin ich aufgestiegen. Ihr seht, meine Energieanzeige ist ein bisschen höher als letztes Mal. Das, was ich mir eigentlich holen wollte von dem, ja, von dem Aufstufungsgeld, sage ich jetzt einfach mal, das habe ich leider nicht bekommen. Leider, leider, leider. Ja, jetzt wollen wir uns halt aufmachen zum ersten Herrenhaus. Und meine Steuerung hakelt, mir das ganze Spiel hakelt ein bisschen. Irgendwie ist das ja leider manchmal so. So. Da sind wir wieder im Berkeley-Herrenhaus und ich wäre schon wieder fast ins Wasser gefallen, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier in dem Spiel irgendwie noch Leben dazu bekommen kann. Oh, man hakt das. Okay, ich muss sehr vorsichtig sein. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Level, ja, halbwegs gut durchstehen. Ui. 6 Herzen, super, so ein dickes Ding. Eigentlich hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, dieses Level im Original sehr einfach, aber der oder die Menschen, die das Remake hier geschaffen haben, ja, die haben da noch ein paar Sachen eingebaut, da konnte ja kein Schwein mit rechnen. Sag ich einfach mal. Oh, ich direkt einfach eine Mütze gekriegt. Ja, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich es in dieser Aufnahme hinkriege, das zu schaffen, so wie ich es gerne hätte. Gut, das war schon mal falsch. Gasse mit Sack. Da unten kreuzen die Skelette die Säbel. Herzen werde ich natürlich wie immer trotzdem alles mitnehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Ich weiß auch ganz ehrlich gesagt jetzt nicht, warum das so hakt. Ups. Ja, ob wir einen Eichenflock kaufen wollen. Den sage ich euch jetzt schon im Voraus, für die Leute, die Castlevania 2 nicht kennen, den müssen wir uns kaufen. Und den müssen wir uns auch in jeder ja, Burg kaufen. Wenn, so wie ich mich kenne, habe ich jetzt auch noch Pech. Hätten wir gleich zwei kaufen sollen. oh, hallo? Muss ich... Nein, beweg dich. So, und dann hat man hier noch irgendwo... Da. So, rüber hopsen, hopsen. So, und jetzt kommen wir schon an die kritische Stelle. Hier seht ihr diesen Raum. Da geht man eigentlich rein und im Original hat man dann auf einem Altar eine, ja, Glaskugel, sage ich jetzt mal. Und da stößt man mit dem Flock und findet halt eins von Draculas Einzelteilen. Hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus, da kommt noch dieser nette Kollege. Sehen wir vielleicht mit einem... Ja, mal versuchen. Ja. Und euch zu werfen. Ja. 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 Ich kann
mir selber beweisen, dass der Dolch hier in dem Spiel etwas wert ist. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn es nur in der ersten Menschen ist. Und es klappt, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Okay. Gut. Jetzt habe ich hier auch noch eine. Okay, das ist ärgerlich. So, jetzt müssen wir umschalten. Bitte, bitte. Okay, ich dachte, wenn ich ihn jetzt unter durchgeworfen hätte, wäre ich ausgerastet. Du besitzt nun Draculas Rippe. Und mit der verabschieden wir uns von hier wieder. Ja, irgendwie danke euch. Du warst mir gerade doch sehr hilfreich. Ich werde persönlich lieber, glaube ich, den normalen Weg zurückgehen. Ich weiß, man sagt immer no risk, no fun, aber das ist nicht jetzt gerade nicht mein Motto. Da unten kann man sich nämlich eigentlich dieses Loch runterfallen lassen. Und es sind dann noch Plattformen. Also eigentlich ist Wasser unten, da fällt man dann halt rein, wenn man falsch runterfällt und ja, ist tot. Man kann aber auch auf so eine Plattform fallen, aber da ich dieses Spiel jetzt nun, wie sehr viele Spiele, Ewigkeiten nicht gespielt habe, ja, lassen wir das mit dem risikoreichen Gaming lieber und versuchen uns der normalen Wege. Mal die Abkürzung nehmen. Ist ja wirklich eine mini Abkürzung. Oh. Dafür verbrenne ich dich mit meinem Weihwasser. Oh, die teilen sich. Hat auch gar nicht mehr Erinnerung, dass hier irgendwie so eine Moderfitzen rumlaufen. Ja. Sterbt natürlich nur weiter. Ja, da unten, wo der Kollege lang fliegt, da kommt man dann lang. Ui! Die wird aber scharf geschossen. Wenn man den anderen Weg halt nimmt. So. Ja, meine lieben Freunde. Das war das Berkeley-Herrenhaus. Aus dem ich mich jetzt verabschiede. Und versuche noch vor der Horrible Night in der nächsten Stadt einzutreffen. Also was heißt in der nächsten Stadt? Es ist im Prinzip... ist es die Stadt, in der werde ich jetzt Rast machen, bevor es weitergeht, in der wir letztes Mal auch schon waren, also wo ich gestartet bin eben. Jojo, jetzt gehen die aber heute alle hierher ohne Ende. Ich nämlich gerade auch gar nicht weit, weil ich in meiner Hektik erstmal eruieren muss, wo es lang geht. Und naja, dazu kommt da, oh, ich fall in ein Skelett rein. Dafür muss dieses Skelett vielleicht daran leiden. Es gibt ein Herz, ich muss da hoch. Ja, wo es lang geht, macht dann nächstes Mal halt weiter. Ich bin jetzt ein bisschen suchfaul, sage ich einfach mal. Ich kann dann ja gleich nochmal gucken, ob's, wenn ich gespeichert habe, ob ich jetzt das E-Team bekomme, was ich eigentlich haben wollte. Rest here for a while. Save your progress. Yes. Schauen wir mal. Hier müsste es sein, ja. Oh. Clear path to Berkeley Mansion with a white crystal.
Ja, damit wollte er uns darauf hinweisen, dadurch, dass ich diesen weißen Kristall habe, konnten wir im Berkeley-Herrenhaus eben gerade am Anfang diese Plattform, die hoch und runter geschwebt ist, konnten wir deswegen sehen. Hat man diesen weißen Kristall nicht, dann kann man die Plattform nicht sehen und muss halt versuchen, blind dort hochzukommen. Oh, möchtest du eine Kettenpeitsche kaufen? Das funktioniert ja alles hervorragend. Jawohl. Du besitzt nun die Kettenpeitsche. So, und liebe Leute, das hätte ich gerne vor dem Endboss eben schon gehabt, den ich ja jetzt auch so ganz einfach weggemacht habe eigentlich. Jawohl. So gefällt mir das schon. Und damit können wir uns quasi aufs nächste Video freuen, das werde ich jetzt direkt noch speichern. Und ich glaube, das ist sogar schon eine der letzten Peitschen, wenn ich mich nicht irre, die man hier kriegen kann. Und ja, dann... Was könnte ich denn jetzt noch, groß machen? Ich meine, das Video soll ja jetzt nicht zu kurz sein. Ich glaube, das Herrenhaus, das habe ich eben ziemlich schnell weggemacht. Ich kann ja jetzt noch ein bisschen hier rumlaufen. Und dann kann ich vielleicht noch selber was zu diesem Spiel erzählen. Da sollte man übrigens nicht reinfallen. Also, es ist im Prinzip würde ich fast sagen, es ist mein Lieblings-Castlevania. Es war zum einen das erste Castlevania, welches ich besessen habe. Ich habe es im Oktober 92 habe ich mir gekauft von meinem Taschengeld. Und ja, das war hat irgendwie alles gepasst. Also es war das erste Horror, ich sage jetzt mal Horror-Genre Spiele, was ich überhaupt besessen habe. Und es hat herrlich gepasst, aber ich fand es damals schon toll. Die Atmosphäre des Spiels, wie die Zeichnungen sind im Spiel, das Musikalische, und ich kannte mich da noch gar nicht mit Castlevania aus. Nee, das ist mir jetzt gerade zu gefährlich. Oder? Das Grafische, ja, die tolle musikalische Untermalung halt, was es gilt zu schaffen in diesem Spiel. Ja, dazu der tolle Simon Belmont, wo ich dann durch Zufall quasi, weil ich mir die Spiel gekauft habe, dass das der Typ aus Captain N ist. Ja, das hat irgendwie alles gepasst. Tolles, ich bin ja eigentlich ein Sonnenmensch, aber dieses Herbstwetter dann dazu draußen. Draußen ist es kalt und grau, die Blätter fallen von den Bäumen und du sitzt drin und spielst dieses Spiel. Ja, das hatte schon was. Das hatte schon was. So, und jetzt sollte ich mich auch nicht so blöd anstellen, weil hier gibt es jetzt erstmal keine Kathedralen mehr, in denen ich mich heilen kann. Und das hier wäre die nächste Stadt übrigens, in die wir uns aufmachen, wenn wir mit dem nächsten Video fortfahren. Oh, das ist herrlich, jetzt kann ich hier durch die Nacht wandern und niemand kann mir mehr groß schaden, Alter. Und ich die Gegner alle wegnatzen kann mit meiner Peitsche. Die sieht auch schon wieder wesentlich besser aus als die Dornpeitsche. Der hätte eigentlich, ich glaube, im Originalspiel war es so, dass die Dornpeitsche einfach ein bisschen länger war als die Lederpeitsche. Optisch. Ja, hier sah sie ein bisschen aus wie so eine Kletterranke von Mario. Aber nun gut, dass soll es ja egal sein, das ist jetzt trotzdem insgesamt sehr schön gestaltet hier alles. So, wo kommen wir hier hin? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also wenn da Wasser ist, dann heißt das schon mal, ich könnte Leben verlieren, das wollen wir heute nicht mehr riskieren. Ich möchte bitte Leben verlieren, wenn es nötig ist. Also. Ja, da will ich ja noch nicht runtergehen. Gehen wir da zurück. Was soll das, ne? Das ist mir jetzt zu gefährlich. Ich möchte diese Aufnahme nicht mit einem Tod versauen.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was mich jetzt schon die ganze Zeit interessiert. Ich sehe in meiner Anzeige ja, dass ich 3 Leben habe. Ob man hier auch Leben dazu bekommen kann, weil es kann ja wohl gut möglich sein, dass man halt mal abschmiert. Das weiß ich gar nicht mehr, ob du da eine bestimmte Anzahl haben musst und dann gibt es wieder welche oder dann gibt es ein neues. Das wird mich jetzt mal interessieren, so ein bisschen. Oh, Skelett Boy. Ja, und damit sollten wir jetzt... Oh, das wollen wir natürlich nicht machen. Eine halbwegs gescheite Zeit für das Video haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Herrenhaus gefallen, als auch der Endboss. Ja, und das bisschen rumgelaufen hier in der Landschaft. Hat er einen Teil noch nicht gesehen gehabt von... Und ich werde mich dann gleich nochmal ins nächste Game setzen, weil ich ja gerade 2 Stück spiele und ich möchte gerne da auch noch ein bisschen weiterkommen. Ihr denkt euch jetzt, wie? Der spielt jetzt wirklich nur 15 Minuten dieses Spiel? Nein, das tue ich nicht. Wenn ich mehr Zeit habe, dann werde ich diese Spiele logischerweise auch länger spielen. Also längere Parts machen. Das liegt daran, dass ich im Moment sehr wenig Zeit habe und ja, dann schon froh bin, wenn ich mal so ein ja, Levelchen hier machen kann, nicht? Oh, komm her, dummes Vieh. Aber versuch dir den Arsch. Oh, und jetzt habt ihr sogar mein Level abgesehen. Ist das schön. Ich habe jetzt selber nicht darauf geachtet, inwiefern die Anzeige gestiegen ist, leider. Das kam wahrscheinlich zu großen Teilen, dass ich jetzt ein Level abgekriegt habe, dadurch, dass ich diese Fledermaus in den Endboss besiegt habe. Ich nehme mal an, da wird der Metroid Quest ja eingebaut haben, dass das ein bisschen mehr Punkte gibt. Und ich wäre jetzt eigentlich im Prinzip auch ein bisschen dankbar, wenn ich Turn Right Debbie's Pass, Turn Left for Varro's Woods, jawohl. Wenn der Tag anbricht, wäre ich sehr dankbar dafür. Ansonsten werde ich die Aufnahme jetzt nämlich so beenden. Was dann heißt, ihr seht mich beim nächsten Mal. Ja, das machen wir so. Ich nehme mal an, ihr wollt mich jetzt hier nicht sinnlos rumlaufen und labern hören. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich. Oh, okay. Dann hat sich das wieder alles erledigt. Sehr schön. Ja. Gut. Jetzt können wir hier nochmal... Ja, Lorbeeren in deiner Suppe... Erhöhen das Aroma. Ja, und sie bewahren dich davor, verrückt zu werden. Ja, das heißt ja, dass... Nur werden, so wie Ginseng, beruhigende Wirkung haben auf den Geist. Du siehst blass aus, mein Sohn. Du musst dich in der Kirche ausruhen, ja. Das haben wir gerade gemacht, das werden wir jetzt auch wieder tun. Ich wollte nur mal gucken, was die Leute hier sagen. Ich glaube, hier war noch ein alter... Hier war noch eine Dame. Ja, die Antworten auf Draculas... Frage sind in der Stadt Aldra. Da werden wir wahrscheinlich demnächst hinkommen. Vielleicht war das sogar die. Hier haben wir nochmal so zwei eine Clues Dracula's Riddler in der Berkeley Mansion. Ja. Und ich habe einen Freund, der mich in der Stadt Ajiba erwartet. Okay. Das wird dann alles nächstes Mal kommen. Danke. Habt ihr schon mal 2 Städte gehört, wo wir hingehen? Was ich euch jetzt noch zeigen kann, das fällt mir gerade ein, ich bin ja auch ein Esel. So, wir können uns die einzelnen Gegenstände von Dracula, also die Körperteile oder Innereien, wie auch immer ihr wollt, können wir jetzt einschalten. Und wie ihr seht, hat unser guter Simon, wenn er jetzt, wenn man sich nicht bewegt, hat er dieses Schild, beziehungsweise nicht schlägt und läuft, hat er dieses Schild, mit dem man dann Feuerbälle und ja, sowas ausblasen kann, wollte ich gerade sagen. So, gut. Damit würde ich sagen, macht's gut und ich freue mich darauf, euch nächstes Mal wiederzusehen. Ciao.